Hello, Party People! And welcome! Hi! Hi, hi, hi! Da 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 dum! Da 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 dum! Okay, das wollte ich. Ja, genau. Traumhaft. Hola. Das Hörnchen ist wieder da. Hojo. Kleinen Moment. Es ist Zauberei, Licht an und auszumachen. Ja, hallo. Wo nochmal? Ich weiß gar nicht, ob ihr schon wussten. I'm back. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das alles funktioniert. Und vor allem, ob das noch funktioniert. War jetzt eine Weile raus aus dem Game. Also sowohl aus dem Twitch-Game als auch aus DVD. OMG, ein Hörnchen. Good to see you again, my man. Hello. Hallo Mani, hallo Luke. Schön, dass ihr da seid. Ja, es stehen noch Zeichen und Wunder, man glaubt es kaum. Ja. Ich würde sagen, ohne, ja, das funktioniert auch noch, toll. Guck mal hier, Ausrufezeichen Liste, Mensch. Donnerwetter. Was haben wir alles Schönes? Hack, Order, Schnick. Erstmal gucken, was ich hier nochmal machen kann. Slap, FF, aus, DC, nein, doch, Genji, Karaoke, Loy, Jonas, Lost, Remind, Social, WP, Mod, Lurk, Ohrwurm. Schnick. Jonas. Manika the Maniac spielt Schere gegen Jonas Stein. Ah! Gewonnen. Ah, ein Hörnchen, ah, ein Shani. Hallo. Hi. Na? Ich bin wieder da. Und ich hoffe, das funktioniert. Guck mal, traumhaft. Ah. Meine Fresse. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das Spiel zu laut oder zu leise ist. Ich muss ihm ja jetzt sagen, ich habe ein neues Plugin, was die Sounds macht. In DBD. Ach Mani, der Ohrwurm. This is my horse is amazing. Give it a lick. Und so weiter und so fort. Ja, traumhaft. Wenn ich mir das so angucke, dann wirkt das Spiel nicht zu laut. Ich habe den Befehl im Titel. Ja, ich weiß, es war ein Fehler. Aber das passt schon. Ich mag den Befehl ja, an und für sich. Ja. Also ich freue mich sehr, dass schon so viele da sind. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo Mani, hallo Luke, hallo Chani. Sehr schön. Chani, wie geht's dir? Und Mani, Luke, wie geht's euch? Alles gut? Alles okay? Ja, wir sind wieder zurück. Im Dead by Daylight Game. Wieder mal erkältet. Oh, gute Besserung, Shani. Aber ansonsten, sonst geht's. Und dir? Ja, vielen Dank. Ich war erkältet. Die letzten Reste sind noch da, aber weit ganz gut. Und ich bin wieder motiviert zu streamen und zu zocken. Luke sabbert auf ein Bananenbrot hin. Hey, what? Yes, Sir. Lenkt mich gerade noch mal für eine Stunde vom Lernen ab. Aha, sehr gut. Prokrastination oder so, glaube ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, die Facecam oben rechts ist richtig. DBD, aber ich schätze mal schon, weil letztes Stream war, glaube ich, auch DBD.
Von daher passt das schon. Was haben wir hier? Wenn düster drehen. Silberne Glocke. Ahnungslos. Okay, alles klar. Wir haben immer noch 33 Flan. Nice. Luke sabbert auf einem Bananenbrot hin. Wie Luke. So sabbere er. Hab vorher gelernt, wo prokrastinieren. Ja, ist ja okay. Wusste ich ja nicht. Eine Stunde vom Lernen ablenken klingt halt nach prokrastinieren. Aber dann nimmst du dir nur eine wohlverdiente Auszeit. Ganz ruhig. Wird niemanden angreifen. Das heißt, prokrastiniert, das glaube ich nicht. Ist es wirklich so? Das würde mich sehr verwundern. Wüsste ich doch. Fuck. Bin mir unsicher. Ich habe letztens mal wieder 2-3 Killerrouten gespielt. Und das war eigentlich ganz witzig. Wenn es um Herrschen geht, weißt du es natürlich. Chapeau. You hit me. Ja, wahrscheinlich wüsste ich es dann. Ja, da hast du recht. Ja, doch, da sehe ich mich. Ganz eindeutig. I like big butts and I cannot lie. Müssen wir auch mal einen Ohrwurm hinzufügen. Natürlich dann mit den richtigen Lyrics, aber ja, ansonsten. Prost! Dum-di-dum-di-dum. Eine Michaela, eine Nancy, eine Hattie und noch eine Michaela. Mit schlechten Internetverbindungen. Oder super. Hi, Ping, Michaela! Ah, Glück, 4 Punkte. Und richtig 4 Punkte. Nice. An einem neuen Twitch-Dashboard auf der App sieht man so jetzt den Stream als Vorschau. Maschallah. Sehr großartig. Und danke für den Follow an YasiKeks95. Vor 4 Tagen. Danke, YasiKeks95. Vielleicht einer der Zuschauer aus dem Chani-Stream? I don't know. Aber vielen Dank. Freue mich sehr, unbekannterweise. So. Dann hoffen wir mal, dass das noch halbwegs funktioniert. Wie gesagt, gerne Rückmeldung, ob das Spiel im Vergleich zu meiner Stimme zu laut, zu leise oder sonst was ist. Es sieht vom Pegel her gut aus, aber... Woher soll ich das wissen? Ich mache das ja erst seit 5 Jahren. Ah, fast ein bisschen laut, ne? Ja, mal gucken. Ich warte auf eure Rückmeldung. Ach so, weil ich nicht auf RSD drücke. Ja, nice, Jonas. Sehr gut. So, Yamaoka Estate. Natürlich. Let's go! Nice. Hello there. It's me. Das war Schlag Nummer 14. Für die Spaltherausforderung. Das war nicht klug, Michaela. This is my horse is amazing. Give it a lick. Ja. Komm ran hier. Hätte ja klappen können. Anderen Ohrwurm oder was? Oder wie oder was? Oder wie oder was? Ja, ich bin gleich auf dem Weg. Hallo. Na, ledig.
Ach ja, so ein Scheiß, Mann. Okay, gut. Ich lass dich mal, du nervst mich. Wusste ich. Hey. Andere Michaela. Schönen guten Tag. Ach ja, die Scheiße schon wieder. Mit diesem Extraschlag, den sie einstecken kann, was ich immer noch nicht verstanden habe. Woher das kommt. Nein, du nicht. Nein, verschwinde. Nervig. One hier. Meine Fresse, es hat gedauert, ey. Ich tot geweiht drin? Was heißt das nochmal? Ich weiß nicht mehr, was das für ein Perk ist, den ich da drin habe. Sehr schön. Noch mal kurz den Gen hier. Gehen wir mal zurück. Unsere beliebten Kaela. Das ist ein Team. ADX Mortal und ADX Fabio. Ein Traum. Wo bist du hin? Hä? Was? Wie ist denn das passiert? Sehe ich nicht ganz? Na gut. Oh, Baloo. Oh, yay, Baloo. Oh, yo, Baloo. Freunde seien durch dick und dünn. Baloo und seine Crew. Oh, yay, Baloo. Oh, yo, Baloo. Hier habe ich Probleme. Nicht große Probleme. Hallo, Velaris. Hi. Na? Hallo. Das wird nichts nützen. Sehr schön. Die Ballon-Mieterin sieht doch genauso aus. Ich weiß nicht mehr, was Totgewalt macht als Perk. So, oh, Hadi. Ich meine nicht Hadi. Die Nervvideo.
Ja, dann treffe ich halt lieber nichts, genau. Das Spiel schafft mich schon wieder. Nee, ich will nicht dich, ich will sie. Jonas bei der Partnerwahl. Schön geräuscht gerade eben. Maximal verwirrt. Ach, guck mal, hier ist vielleicht direkt ein Haken. Mensch. Dankeschön. Die war doch eben auch hier in der Nähe. Check mal. In diesem Spiel. Wirklich. Ist deiner schon tot? Nee. Aber gleich, glaube ich. Es müsste Fabios letzter Schlag gewesen sein. Nee, tot sind die noch nicht. Ist ja auch krass für meine erste Runde wieder. Aber ich glaube, Fabio ist jetzt down. Ja. Naja. Immerhin jemand. Immerhin einer, meine ich. Skill. Ja, genau. Das, was es hier nicht gibt. Einmal hat Jonas schon einen am Haken ausprobiert. Oh, haben wir einen neuen Satz dafür? War das nicht früher ein LOL bezogener? Achso, Kill. Ah. Ja. Noch einfach schlau. Ja, ein Kill war es tatsächlich. Will nicht. Nicht verlesen offensichtlich. Hallo, Survivor. Weißt du, dass du hier warst? Oh, in den letzten 20 Minuten. Nein? Nein? Warte. Oben ist jemand, großartig. Ach, hier bist du. Dich schon besucht, Hadi. Kannst du immer Survivor rufen, wenn du einen haust? Das wäre eine witzige The Forest-Referenz. Was ich ja grundsätzlich feiern würde. Ich kann es versuchen, I guess. Ja, du schon wieder. Ich weiß, du hältst dich für mega lustig. Willst du aber auch, dass ich meine Zeit mit dir verschwende, ne? Einfach Bock. Oh, das war eklig. Okay, Moment. Survivor! Funktioniert offensichtlich. Na, mein kleiner Lurch. Du bist jetzt mein kleiner Lurch. Hatte X-Mortal. Unterstrich 02. Ja, komm, mein kleiner Lurch. Du hängst zum ersten Mal. Alles noch im Rahmen des Erlaubten. Wir waren ja mal voll daneben. Irgendwie ist das nicht
Natürlich war sie schon da, um geholt zu werden. Okay, ich verstehe Todgeweiht nicht mehr. Was macht dieser Perk? Warum ist sie gefährdet? Ach, weil sie geheilt hat, ne? Kann das sein? Ja, es kann schon sein, dass es deswegen ist. Hm? Okay. Schade, I guess. Guten Tag. Was für eine Befriedigung. Kontext. Nein, Quatsch. So, da oben sind sie auch fertig. Wie schön, endlich. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, du machst es toll. Weiter so. Bist du? Survivor, der den Gen weitergemacht hat. Unsichtbar im Busch ist er nicht. Oh. Ein schöner Ei. Ein Krähe hoch. Hier wiederum sind keine Trabspuren. I don't get it. Blind? Du stehst da hinten. Mir egal. So, mein Leben wäre schön, wenn du mir egal wärst. Ja, komm. Den nehme ich in Kauf. Oho! Welch seltenes Ereignis! Ja. Komm. Das lohnt sich auch nicht mehr. Ich würde sehr gerne einfach hier bleiben, to be honest. Auch wenn das ein bisschen asozial ist. Camper. Ja, ich weiß. Mach ich ja auch nicht. Ich hab gesagt, ich würde. Also, die mich kennen, wissen würde, habe ich schon lange nicht mehr. So mache ich natürlich. Es ist zum Kotzen.
Was? Da hinten. Badumts. Ja. Ja, wirklich badumts. Naja, einer von vier. Die Runde war anstrengend. Das war beide bei der Nancy Villaris, die mich da so genervt hat. Nancy Wheeler. Hatte X-Mortal. Danke. Wir hätten das mir auf Deutsch antwortet. Boss. Warst du Killer? Hä? Sieht man das nicht nach der Runde als Survivor? Wie sieht man das? Und Source? Was? Verarschst du mich? Verarsch mich doch safe. Er ist spielt. Ja, danke. Doch, ja, siehst du? Wenn du mal Suff Survivor spielst, lass wissen. Doki. Steht die Frage nicht, warst du Killer? Kannst du lesen? Warum soll ich ihm schreiben, wenn ich mal Survivor spiele? Das wird nicht passieren, das ist random. Nein. Also, liebe Velaris, du bist ja gerade da. Ganz kleinen Moment. Ich zeig dir kurz die beiden Survivor, die dir durch die Lappen gegangen sind. Quasi. Nancy Wheeler. Und Steve Harrington. So. Nix verpasst. Nicht weiter erwähnenswert. Herausforderung bestanden. Oh jo. Dankeschön. Beschädige 10 Generatoren. Das schaffe ich gerade so. So, dann eine Runde. Lässig. Wir haben 80.000. Wir shoppen mal trotzdem ein bisschen. Die beiden sind das. Ja, genau. Du sagst es. Hat ungewöhnlich lange gedauert. Ja, entschlossen, Albert. Der Mann mit viel zu kleiner Sonnenbrille, der weiß, was er will. Was für ein Traum. Einstein? Nee, Wesker. Glaube ich. Oder? Ja, Albert Wesker. Genau. Trug Einstein Sonnenbrille? Gab es Sonnenbrillen überhaupt zu Einstein-Zeiten? Viele ungeklärte Fragen. Stimmt, ja, gab's. Okay. Du musst es wissen. Du bist die Optikerin hier. Ich hätte die Frage für mich jetzt nicht beantworten können, to be honest. Das ist ja gut, Albert. Kann ich mal. Und dann gehen wir doch damit. Okay. Dann spielen wir mal eine Runde meinen eigentlichen Lieblingstyp.
Sonnenbrillen an sich gibt es schon wesentlich länger als Brillen mit Sehstärke. Oh, wirklich? Hätte ich nicht gewusst. Was? Also es kommt für mich jetzt auch überraschend. Ja, ergibt irgendwie Sinn jetzt, wo du es sagst, aber. Let's go. Und? Ich spiele zu laut im Vergleich zu meiner Stimme? Kann man da irgendwas zu sagen? Soll ich irgendwas leiser und lauter machen? Ich hoffe jetzt mal einfach nicht. Aber Prestige 34, Claudette. Ja, natürlich. Elodie, noch eine Claudette. Detective Tag. 34 mit High Ping. Hat gepasst. Sehr schön. Okay. Es freut mich sehr. Für mich alles fein. Sehr gut. So, bitte nicht Platoon City, bitte nicht Platoon City, bitte nicht Platoon City. Drei Claudettes und eine Elodie. Ist ja ein Traum. Ja, alles klar. Und Raccoon City. Nein, Mani, nicht Raccoon City. Nein, nein, nein. Das wird nicht passieren. Denn das Spiel hat mich lieb. Also, lade ich jetzt einfach mal so. Danke, Mani. Nein. Nicht Raccoon City. Nein, nein, nein. Doch. Oh. Mag den Befehl. Dam, da, la, lam, dam, dam, dam. Ein verletzter Überlebender hinterlässt Blutspuren. Folge ihnen, bevor er geheilt wird, um ihn aufzuspüren. Oh, ein Glück. Okay. Es ist nur das Spiel. Puh. Komm mal auf hier. So. Hey. Warum bleibst du denn vor mir stehen und tauntest noch? Das ist nicht klug. Ach, die Paletten machen jetzt ein Geräusch, wenn sie verschwinden. Das ist das komische Geräusch, was ich eben nicht zuordnen konnte. Oh, okay. Why? Aber naja, was soll's. Warum nicht?
Du bist nicht klug. Was tust du? Mich halt dich. Der Abwechslung halber. Was stimmt mit euch nicht? Das ist ganz offensichtlich echt kein Haken in der Nähe. Nee, nicht dagegen laufen, Jonas. Was? Hä? Bin ich in einer Parodie? Oder so? Von Survivern, die sich selbst ein bisschen zu witzig finden? Actual fuck. Hallo? Ich bekomme dich. Ja, oder mir wird schwarz vor Augen. Was ist mit dem Ohrwurm-Bot los, Mani? Mit dem Ohrwurm-Befehl. Ist ja immer das Gleiche. Das macht gar keinen Spaß. LOL. Ich bin ein dämlicher Idiot. Dich gesehen. Ja. Ah. Neuer Ohrwurm. Sehr schön. Geht's da nicht weiter? This life has got me running. Was ist denn hier los? Ich fühle mich nicht ernst genommen. Random ist random? Ja. Also wie gesagt, manche Survivor, ne? Bild. Haken sabotiert. Witzig. Einfach wirklich wild.
Oh, ich bin so. Dankeschön. Nein, da war niemand, um dich zu retten. I'm sorry. Guck mal, du liegst ja. Spielsounds. Spielsounds sind Buddy. Slash verzerrt. Echt? Okay. Das sollte nicht so sein. Inwieweit verzerrt, wenn ich die Frage stellen darf? Aber nicht durchgehend, oder mein Ohr ist kaputt. Okay, wenn es nicht durchgehend ist, dann kann es ja nicht an mir liegen. Oder? Bei mir ist alles schick. Sounds von den Survivern sind irgendwie manchmal nicht ganz synchron, aber... Verzerrt ist bei mir nix. Oder irgendwas macht Twitch wieder falsch. Natürlich auch möglich. Vielleicht liegt's an mir. Ja, oder an mir. Oder an Twitch. Es gibt so viele Wege, unglücklich zu sein. Irgendwann, ganz sicher, da findest du auch dein. Na, 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 na. Du wirst schon sehen, was dir das Taunten immer bringt. Sie ist jetzt gestorben am Haken? Niemand sie... Bitte? Natürlich maximal traurig, aber... Dann wohl scheinbar so. Die beiden lösen sich mal ab, weil die ziemlich ähnlich aussehen. Ich schätze mal, das ist so gewollt, tatsächlich, von beiden. Jetzt. Ach, jetzt. Hallo. Wieder zurückzulaufen war nicht so clever. Ich wollte gerade clever sagen, weil ich clever und schlau gleichzeitig sagen wollte. Clever, clever, clever. Hey. Ja. Ja, gut gemacht. 1A. Traumhaft. Das Hörnchen bedankt sich. Eine erfolgreiche Runde mit Leechen. Nur, ich wollte da Prost sagen, aber mein Glas ist leer. Moment.
Das war fantastisch. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Nur 5-mal in Gende treten? Zwei Pips. Und 195 schillernde Scherben für den Spielerlevelaufstieg. Eh? Mit alle 4 Perks. Der Anfang der Runde war sehr merkwürdig. Gute Runde, dankeschön. Yes. Also wirklich, der Anfang der Runde war super weird. Als sie da alle auf mich zugerannt sind. Das war... Naja. Ich weiß nicht, was das sollte. Aber irgendeinen tieferen Sinn wird es schon gehabt haben. Jetzt ich. Ja, du... Bisschen Abwechslung oder lassen wir Legion. Legion ist eigentlich ganz toll. Immer ein Twixter. Ja, hallo. Na. Ob die Perks gefallen mir, sind ja meine 4 Standard-Perks. Wir klingen. Ja, nun. Hör mal, wie die Runde jetzt. Immerhin, das Finden einer Runde geht sehr schnell. Wow. Wow, Shani. Ja, ich weiß, bei dem wird mir auch manches feucht. Adam Francis, Michaela Reed, 31 Feng Min und eine Claire. Nun. Ja, zwingt er mir zu, mein Freund. Prestige 31. Naja, manche wollen es so, ne? Du kannst doch nicht diesen Emote schreiben, wenn ich gerade trinke. Shani. Na genau, Mani. Was bist du denn? Ah, mehr Glück für alle. Okay, mehr Punkte für alle. Mhm. Das hier ist irgendwas, entweder spawnen alle zusammen oder einer spawnt so weit wie möglich. Oder einer spawnt mit wem anders zusammen. Ja, traumhaft. Nein, nicht Raccoon City. Auf damit. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Nein, nein, nein. Give me compliments. I said give me compliments. Bitte schnell. Schnell, bitte, bitte, schnell, bitte, bitte, schnell. Schnell, bitte, bitte, schnell. Kompliment, schnell. Geh bitte nicht. Waschbär. Nein! Auf damit! Waschbärstadt. Nein. Nicht passieren. Egal wie sehr ihr euch das wünscht. Das Spiel mag mich. Also, davon gehe ich mal aus. Apropos, es mag mich, wie wär's denn mit Ormond? Ormond wäre jetzt schön. Trash Panda City. Trash Panda City? Schrottplatz geht auch. Gut, damit komme ich klar.
Trash Panda City. What the fuck? Hi. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich hör auf. Das ist eine zu große Zeitverschwendung. Es sei denn natürlich, du bleibst stehen. Denn bei dir nicht. Ah, ich bin weg. Beschützerinstinkt, ne? Dankeschön. Aber ich habe jetzt auch ausreichend Zeit verloren mit, ey. Holy moly. Das war schlimm. Das war richtig schlimm. Huch. Verzeihung. Das wollte ich nicht. Dann nehmen wir halt alles mit für die Challenge, wenn wir schon keinen Survivor kriegen. Ja. So nämlich.
maximal verwirrt. Mal wieder Survivor, die sind für mich eine Spur zu hoch. So vom Movement her. Also wegrennen können die. Muss man ihn leider lassen. Das war ziemlich effektiv. Blöderweise auch so, dass es mich maximal abfuckt. In aller Regelmäßigkeit. Stellen sich in Schränke. Passt ja auch irgendwie ganz zusammen. Aber naja. Ups. Tut mir leid. Müssen wir jetzt als Zufall deklarieren und nicht als Tunneln, to be honest. Nein, ich wollte das Ding hier treten. Danke. Also ja, wie gesagt, die Runde läuft nicht. Oder werdet ihr alle Live-Zeuge von? Muss ich ja keinem mehr erzählen. War doch sowas von nicht in der Range. Lol. Überhaupt nicht in der Reichweite davon. Ja. Dieser Typ im Blau fuckt mich so ab. Wohin rennt er? Natürlich treffe ich einen Teil davon. Das war ja klar. Würde nicht sagen, ich hasse ihn, aber wir sind nah dran.
Also es fehlt nicht viel. Ja, ja, ich komme ja schon. Ist klar. Immer kurz neue Messer. Punkte mitnehmen. Ja, hat Spaß gemacht, die Runde, oder? Findet ihr auch. Traumhaft. Nee, war toll. Gar nicht. Pass voll auf. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war eine ziemlich ehrliche Antwort. Oder ein ziemlich ehrliches Statement. Ist mal so. Meine Klamotten sind Statement. Nein, sind sie nicht. Wurde keine antwortet. Perfekt. Weiß nicht, wenn Adam Francis jedes Mal so spielt, dann... Ey! Aua! Manni, der schöne Hering. Lass das mal. Mach das mal nicht. Also angenommen, ich wäre Adam Francis. Und ich würde jedes Mal genauso spielen. Ich hätte null Bock an dem Spiel als Survivor. Weil du ja eigentlich... Dein einziges Ziel ist... Dein einziges Ziel ist doch, den Killer abzufacken. Vielleicht ist das einfach nicht meine Welt. Ich bin zu alt für den Scheiß oder so. Keine Ahnung. Endstation. Weil die Ausnahmsräume stromversorgt sind, wird dieses Talent aktiviert. Solange eine Endstation aktiv ist, leiden Verletzte, Niedergestreckte und festgehaltene Überlebende am Schutzeffekt gebrochen, bis sie die Tore öffnen. Okay. Gebrochen heißt, können denen nach nicht geheilt werden, ne? Und dann die halt auch so ein Late-Game-Perk, ne? Und diese Late-Game-Perks nicht besonders mag, geil, whatever. Wie man es nennen möchte. Aber nun gut. Leptische Berührung. Immer wenn ein Überlebender eine Heilaktion innerhalb deines Terrorradius durchführt, leidet der Überlebende Erblindung und Erschöpfung. Das wäre wenigstens mal sinnvoll. Witzfigur.
Also zumindest in diesem Job-Szenario hier. Müll ernst nehmen. Ja, komm jetzt. Stromstoß ist ein nicer Perk. Der gefällt mir. Was haben wir hier? Ruf der See. Okay. Wow. Was ist das? Ich shoppe. Nimm, du schießt doch. Hör auf damit. Ja, ja, komm. Wir spielen nochmal Legion. Bei Legion hatte ich Spaß. You got jebaited. Chip, 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 baited. Chip, 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 baited. Chip, 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 baited. Chip, 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 baited. Ein schönes Lied. Failer Moon. Eine Mac, eine Michaela und eine Kate. Bis Kate. 3 Prestige, 10 Prestige. Prestige 3. Wir fangen min. You got jebaited. You got jebaited. Chip, chip, chip. Jebaited. Chip 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 baited. Chip 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 baited. Chip chip. Morgen wird es regnen den ganzen Tag angeblich. Wobei es heute auch schon regnen sollte den ganzen Tag angeblich. Nun ja. Heute war schreiner Sonnenschein. Viel mehr Punkte. Aha. Roter Wald. Aha. Nee, Backwater-Sumpf. Okay, immerhin nicht. Trash Panda City. Meinst du, das Wetter hat sich geirrt? Ja, genau. Ja. Wetter war heute war heute falsch. Falsch abgebogen auf der A10. Ja. Genau, das meine ich. Wetter hat sich einfach geirrt heute. War nicht richtig, das war nicht drauf. Glocki! Luise! Glocki und... Glocki. Boys. Wie man es nimmt. Ich mag die Version vom Sumpf nicht so. Und mich fragt denn. Hä? Einfach weg? Oh, hi! Ein Glücksgriff, ein sogenannter. Ach, Feng. Das muss doch nicht sein. Hey?
Was? Ihr bleibt mal hier. Ist nicht gut. Nicht abhauen. Schön hier bleiben. Jetzt ein Survivor in jedem siebten Schrank. Wirklich? Gar nicht mal so unwahrscheinlich, Mani. Einfach den Kinder-Überraschungsschrank. Hallo? Du bist neu. Ich mag dich. Bleib stehen. Gesagt, ich mag dich, bleib stehen. Hm? Hallo. Damit. Und von den Geräuschen, war die Lute? Ich hör was. Ich hör was hier ist. Hallo? Fuß? Der knistert immer noch. Also der steht noch unten. Der wurde nicht mehr angefasst, meine ich. Knistert immer noch. Jawohl, Jonas. Bei dir knistert es aber auch zwischendurch, wa? Also irgendwas? Du bist ein bisschen langsam, Mädchen. In deine Reaktion. Hallo. Nenne ich mal ein Statement an die Mitspieler. Einfach mal nicht kämpfen. Wird sich ja lohnen. Jetzt. Hey. Ja. Allerdings. Moment. Wissen. Da sprang, glaube ich, gerade einer. Okay. Penguin. Peng. Komm mal. Draußen? Oh mein Gott, Feng, ey. Ach, Feng. Das darf doch nicht wahr sein, Mädchen.
Das war klar. Wieder, ein bisschen. Und wenn sie schon so freundlich ist und in der Region abhaut, wo es für mich ein bisschen einfacher ist. Ich aus diesem scheiß Teller raus, dann habe ich da kein Problem mit. Also Wildpferd ist wirklich ein sehr unangenehmer Perk. Ich habe das Gefühl, der wurde gebufft. Kann mich auch täuschen, klar. Aber das Gefühl habe ich. Guten Tag. Nein. Allein. Nee, lass das mal. Das war jetzt wirklich sehr einfach fängen. Hey, wir gehen mit dem Flow. Wildpferd gibt uns die Spur vor, laufen weit hier rum. Jetzt müssen wir da rein, liebes Wildpferd. Der Perk, ne? Wirklich. Dieser Perk ist maximal Cancer. Oha. Hallo? Du standst im Schrank, Michaela. Du hast kein Wildpferd. Mach doch sowas nicht. Und wenn ja, du schreist doch, dann lauf doch ein bisschen weiter weg. Michaela. Üben wir nochmal. Hätte sein können. Nee, tut mir leid, das war ein bisschen zu offensichtlich. Mit okay, Disconnector halt. Gut von mir aus. Bin ja naiv, ne? Keiner mehr im Schrank. War eigentlich witzig.
Oh, doch, wer im Schrank. So, naja, zumindest an Jen. Lauf nicht weg. Das hat keinen Sinn. Weil die Quintessenz ist, dich krieg ich und Feng darf abhauen. Weißt du das? Oh, danke schön, dass du dir direkt wieder rausgerannt bist. Und zu einem Haken gleich. Wieso, das ist nett von dir. Na dann Feng. Oh voll. Wäre zu witzig, wenn sie hier wäre. Aber ist sie natürlich nicht mehr. Sie lernt ja auch. Das ist ein cleveres Weg. Das zweifle ich. Halt die raus. Du darfst. Du hast recht. Schwinde! Oh, GG. Cheers. Ach, sie schreibt nicht wirklich easy. Gerade Don't Fight Yourself wird's offensichtlich. Ja. Nun gut. Wir haben das gebufft. 80% war das vorher nicht. Blockierst du da die Fähigkeit des Tillers Hakenaurens? Shit. Toxic. Ja, ich weiß. Doesn't I make you toxic? Dum dum dille dum dum dille di 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 di. Ein bisschen toxic muss doch sein. Wissen wir doch alle, die wir League spielen. Hm? Ein bisschen toxicity. Hier, wie man das ausspricht. Ist ja auch nicht schlecht. Hab ich gehört. Addicted to you, cause you know that you're toxic. So, so, so. Level 43. So, ich würde sagen, eine Runde mache ich noch. Und dann ist ja auch angekündigt als das kleinste Comeback aller Zeiten, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. Ich habe die Opfergabe nicht mehr, also den Zusatz. Nehmen wir den. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Morgen ist auch wieder Montag. Gemessen daran, wie meine Aufsteh- und Einschlafzeit die letzten zwei Wochen so war.
Muss ich morgen auch wieder früh raus. I love it. Ja. Weit, eine Nia, eine Yui und ein. Sindra. Upka 92 Tschechien, der Ferenstar und der Lacker. Voll. Der Sonntagsblues ist angekommen. Fuck, ich muss morgen arbeiten. Ja, ich hab Bock. Hooray. Aber zu Hause war es so schön. Mehr Punkte, größere Entfernung zwischen den einzelnen Haken. Hast du dich, Survivor? Und jetzt kommt zum Schluss, gib mir Raccoon City. Los, komm. Das Abschluss. Gib mir Panda Trash. Wie auch immer es Mani genannt hat. Trash Panda City. Der Raccoon ist ein Trash Panda. Jetzt verstehe ich das mal. Wenn die so süß sind wie Pandas, aber sich halt von Müll ernähren. Deswegen Trash Panda. Bin so schlau, ich hab's verstanden. Der hat gedauert, ja, allerdings. Manche Sachen dauern länger. Lost. Ja, ich bin mal wieder geistig unbewaffnet. Allerdings. Lieber Nightbot, allerdings. Richtig lost. Oh Mann. Hab noch einen für dich. Danger Noodle. In der Zeit habe ich ein 1-3er Abi geschrieben. Danger Noodle verstehe ich nicht. Also zumindest jetzt gerade nicht. Aber Luke? Ja. Ich stimme zu. Auch gern ein 1-3er Abi. Haddonfield! Mal eine Map, die ich gerne nehme. Also das scheiß Haus. Haupthaus. Main Building, das ist ganz furchtbar. Aber ansonsten. Aloha! Bitte nicht ins Main Building laufen. Fuck! Das war ein Close Call, würde ich sagen. Ja, ich weiß, Luke. Ich weiß. Natürlich. Hi, Dwight. Hast du dir bestimmt anders vorgestellt? Denke ich mal. Hoffe ich mal. Für dich.
Mal kurz hier hin. Natürlich hast du noch einen übrig. Es ist so zum Kotzen, dieses Spiel. Ich lieb's. Lieblingsspiel. 10 von 10. Gar keine Aggressionsprobleme. Nein, nein, nein. Das war auch noch nie Thema. Nicht weit. Du bist nicht mein Lebensmittelpunkt, obwohl du mir nachläufst. Ja, kannst du toll. Eine Taschenlampe halten, Dwight. Echt super. Du bist im Haus, ne? Oh. Bin hier falsch? Kommchen. Eine Schlange, Mani? Fuck my life. Warum hast du noch einen Schlag? Ich muss unbedingt wissen, was für One Star für einen Perk dabei hat. Mir geht das seit so vielen Momenten schon auf den Sack. Absichtlich. Dankeschön. Hey, machst du toll. Finde ich gut. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich den Stream beende. Das Spiel fuckt mich mega ab gerade. Hi. Oh. Whoopi. Mag den Perk immer noch. Danger Noodle ist also eine Schlange. Dann ist das gut. Jetzt habe ich Hunger auf Nudeln. Auf Licks und Zugenäht. Na Dwight, wir beide. Natürlich hast du den Perk auch. Und natürlich laufen wir jetzt ins Building. Oh, doch nicht. Ed?
Ich liebe mein Leben und dieses Spiel. Jetzt erst slash schon, ja, allerdings. Alles super. Ich lasse mich davon nicht mit negativen Energien beeinflussen. Nein, nein, nein. Are you kidding me? Genau in dem Moment steht er wieder auf. Er ist zum Glück liegen geblieben. Aber natürlich geht genau in dem Moment Adrenalin an. Genau in dem Moment. So, ich stehe jetzt hier bei Toxic Ondra. Ja, mir alles egal. Ich werde genauso dann abschauen wie all die anderen Killer. Yes. Bitte schön. Komm, nimmt ihn. Ja, da war ich denn zu nett offensichtlich. Das hat Schmerzen verursacht. Das hat wirklich Schmerzen verursacht. Hui, so, Farron Star. Was haben wir denn? Ausbruch. Das war's nicht. Hart im Nehmen. Widerstandsfähigkeit. Mit allen Mitteln. Hielt von dir. Danke. Ed White. Uff. Uff, 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 uff. Ja, okay, Lacker kriegt den Daumen hoch, der war nett. Und ich versteh's immer noch nicht, weil der Dwight und der die Farron Star, ich glaube, das war die Nea, nicht nach vorne gecharged, die diesen extra Hit hatten. Heißt, es ist immer noch eine Spielmechanik, die ich dann wahrscheinlich zu doof für oder so. Ich weiß es nicht. Aber es macht mich wahnsinnig. So viel kann ich sagen. Ja. Gut. Dann natürlich, das würde ich ja nie vergessen, am Ende eines Streams suchen wir uns immer noch eine oder einen oder irgendwas dazwischen lieben Menschen aus, den wir raiden. Brudi, nein, mit Slash. und das wird natürlich schauen wir mal. Dumm. Ja, das ist relativ easy.
Upsi. Wir raiden nämlich. Die Eule. Die Eule hat heute eine wilde Facecam. It Owl. Da, richtig geschrieben? Ja, wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zusehen, alle, die dabei waren. Es war sehr schön. Ich bin jetzt wieder öfter hier. Wahrscheinlich nicht regelmäßig, aber auf jeden Fall öfter. Und euch einen schönen Abend, gute Woche. An alle, die dabei waren, im Chat und zugesehen haben. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhörnchen.